Was bisher geschah? Ja, der Ben ist in den Wald gelaufen und hat eine Borkenkäferfalle entdeckt und hat ein bisschen Holz rumliegen entdeckt und hat gemeint, dass die Holzerntearbeiten sehr gut gewesen sind. Und zuletzt haben wir noch so ein paar Mäuerchen im Wald gesehen. Ihr erinnert euch sicher, war ja erst gestern. Ne? So, und jetzt geht's weiter und zwar an dem Punkt, wo ich ein bisschen Ausführungen dazu mache, wo der Ben ein paar Ausführungen dazu machen möchte, dass dieser Wald möglicherweise nicht immer Wald gewesen sein könnte. Aber dass er das nicht war, das wissen wir ja schon aus der Einführung in Teil 1. So, weiter geht's. Nächstes Indiz für die ehemalige Ackernutzung dieses Waldes, dass der also gar noch nicht so lange unter Holz ist, sind diese beiden ja buschförmigen Bäume, die hier rumstehen. Denn muss man sich klar machen, wenn hier schon immer ein geschlossener Wald gewesen wäre, also seit 200 Jahren oder sowas um den Dreh, dann müsste dieser Wald auch immer plus minus so aussehen wie das, was wir jetzt da sehen. Ne? Also viele dicht an dicht stehende gerade Bäume, die vor allen Dingen mit der Krone als erstes mal hochwachsen, um dann oben, nachdem sie weiter schneller oben sind als alle anderen, die Krone erst breit zu machen. Also Höhenwachstum dominiert bei Dichtstand. Die Konkurrenz der anderen Bäume ist einfach zu groß. Man muss ihnen erst davon wachsen. Vorher braucht man gar nicht versuchen, in die Breite zu wachsen. So, und jetzt finden wir in diesem Wald, in dem diese Bedingungen herrschen, auf einmal sowas. Ja, und außerdem ist hier auch noch so ein bisschen freiflächenartige Fläche drumrum. Verdächtig, verdächtig, und das ist auch tatsächlich kein Zufall. Das hier ist eine Hainbuche, und wenn wir uns den unteren Stammbereich angucken, ist sie noch nicht mal so dünn. Hainbuchen wachsen dann spätestens ab einem gewissen Alter auch recht langsam, also dürfte die schon so ihre 100 Jährchen haben. Und als die gekeimt ist und sich für diese Form der Kronenentwicklung entschieden hat, war hier auf jeden Fall ebenfalls eine Freifläche. Und jetzt kann man natürlich vermuten, ist das hier einfach eine sehr alte Freifläche, die aus irgendwelchen Gründen freigehalten worden ist, oder ist hier aus irgendwelchen Gründen der Wald einfach nicht zugewachsen, oder sind das schon die ersten oder noch die letzten Relikte aus der Zeit, als man hier deswegen am Rand der Wiese, ja, hier unten, alles Wiese, sich so ein paar besonders breite, besonders schattwerfende Sträucher, Strauchbäume sozusagen, gegönnt hat, um eben ein bisschen Schatten zu haben, wenn man dann in der Pause, in der Mittagspause, sich in den Schatten setzen wollte und nicht in der prallen Sonne hocken wollte, um sein Vesperbrot zu essen. Ja, also sowas in diese Richtung wäre zum Beispiel vorstellbar, und da hinten steht eben nochmal so einer dieser Kategorie. Ich hoffe, das sehen wir nachher nochmal besser. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war hier nur einmal und daher muss ich mal gucken, ob ich es finde. Aber fürs Erste. So, hier sind wir jetzt im Wald auf der Dödel. Warum sage ich so böse Dinge? Unterstelle ich etwa dem Waldbesitzer, er sei ein Dödel? Forstlich gesehen, ja, mache ich. Ja? Für einen Forstwissenschaftler ist dieser Waldbestand ungefähr das, was ein Kollege eines, keine Ahnung, Tischlermeisters wäre, wenn der versuchen würde, Nägel mit einem Schraubenzieher zu bearbeiten. Ne? Also sprich, reinzudrehen statt reinzuhämmern. So ungefähr, einfach nur damit wir den Vergleich haben, fühlt sich das für einen Forstwissenschaftler an, dass es das heute noch gibt. Wie ihr sehen könnt, die Dinger sind dünn. Ne? Und dass die dünn sind, weist natürlich darauf hin, dass die noch nicht allzu alt sind. Und da muss man sich jetzt fragen, was hat derjenige, der Meinung war, sei eine gute Idee, die Teile in Reih und Glied zu pflanzen. Ihr könnt wunderbar sehen, wie schön symmetrisch das hier alles aussieht. Hübsch, ne? Da freut sich der Deutsche. Symmetrie und Ordnung im Wald. Aber die Dinger hier, die sind höchstens, allerhöchstens, sollten sie mies gewachsen sein, vor 20 Jahren angelegt worden. Und vor 20 Jahren, da war schon Lothar durch. Ja, da hat man also wirklich baden-württembergweit und mindestens im Schwarzwald gewusst, dass nochmal Fichte pflanzen, doofe Idee. Das heißt, derjenige, der das hier gepflanzt hat, war der Meinung, einmal Fichte geht noch. Vielleicht war er auch der dämlichen Meinung, boah, es gibt überhaupt kein Problem, Fichte ist super. Und hat das hier verbrochen. Das ist ein kleines Stück, da hinten ist es auch schon wieder fertig.
Ich weiß nicht, ob das ein Privatwaldbesitzer ist, der hier der Dödel ist, oder ob der Dödel in Anführungszeichen einfach mehrere Flächen hat. Die anderen Flächen mit der Fichte könnte auch sein. Häufig ist ja kleines Privatwald genau ein Stück dieser Größe. Ja, also so weit, wie das reicht. Wartet mal, ich gehe da mal kurz einfach mal bis zum Ende. So zum Überblick. Zack, 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 zack. Und hier ist der Bestand auch schon wieder zu Ende. Ja? Also da vorne, wo der Weg kommt. Fertig. Ja, weiß man nicht. Ist es ein und derselbe Waldbesitzer? Aber das wäre durchaus so ein kleines Privatwald. Gerade diese Fläche, das kann man geerbt haben. Das kann man manchmal, wenn man viel Glück hat, auch käuflich erwerben. Ich würde es nehmen, gleich mal erstmal Tabula Rasa machen. Und nein, das ist auch doof. Ja, weil die Bäume sind ja schon da. Die jetzt einfach umzusägen, selbst wenn man inzwischen kapiert hat, dass Fichte eine blöde Idee war, das hilft auch niemandem weiter. Das wäre dann auch irgendwo Ressourcenverschwendung. Zumindest sollte man sie noch 20 Jahre stehen lassen, damit sie ein halbwegs nutzbares Alter erreicht haben und man da dann noch ein bisschen was vernünftigen Rohstoff draus machen kann, um dann nach und nach die Dinger rauszunehmen und Licht hier reinzulassen, weil das ist viel zu eng, als dass ich hier irgendwelche Naturverjüngungen etablieren könnte. Und dann eben hier langsam den Wald auch in ein natürlicheres Waldbild zu überführen. Ja, aber so wie das hier jetzt gerade vorhanden ist, ist das, ja, da hat man wirklich den Schuss nicht gehört. Die alten Fichtenwälder, sowas da, ja, da kann man gerade noch so, bei schlechtem Wuchs vielleicht davon ausgehen, dass da jemand einfach nicht auf dem aktuellen Stand der Forschung gewesen ist oder diesen ignoriert hat. Das ist menschlich noch einigermaßen nachvollziehbar. Das hier nicht mehr. Das hier ist dumm. Ja, das muss man schon wirklich so deutlich sagen. Das ist so fernab der forstlichen Praxis, der guten forstlichen Praxis, dass ich das so deutlich sagen muss. Das werden mir jetzt wieder einige Leute in den Kommentaren übel nehmen. Aber man hat doch wohl das Recht, Dummes auch dumm zu nennen. So, weiter geht's. Hossa, die rote Waldameise. Die rote Waldameise ist natürlich was Schönes, ne? Keine Frage. Jedes Kind mag die Waldameise. Insbesondere, wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, sind Ameisen vor allen Dingen nur noch eins, nämlich faszinierend. Wahnsinnig klasse, krasse Organismusgruppe. Die Ameisen, also die haben es wirklich in sich. Ja, spätestens seit die heimliche Weltmacht oder die kleinste Weltmacht der Welt oder irgendwie sowas. Ein ganz tolles Buch zur Ameise. Ich muss den genauen Titel, wenn ich dran denke, schreibe ich ihn noch unten hin. Nochmal nachgucken. Leider ist gerade ein bisschen Chaos in meinen Büchern, Umzug bedingt, sonst könnte ich es euch genau sagen. Von einer Myrmikologin, also die genau solche Tiere untersucht. Das ist ein großartiges Buch, absolute Empfehlung. Spätestens wenn man das gelesen hat, muss man Ameisen faszinierend finden. Gut. Worauf ich aber hinaus möchte, warum wohl befindet sich unser Hinweisschild zur roten Waldameise ausgerechnet vor miesesten Fichtendickicht, das es hier weit und breit gibt? Ist das ein Zufall oder musste da möglicherweise der Waldbesitzer einen gewissen öffentlichen Druck verspüren von geneigten Wanderern, die sich ein bisschen mit Waldökologie, zumindest ein bisschen, auskennen? Und viel muss man tatsächlich nicht wissen, um so einen Fichtenacker hier als nicht so doll zu empfinden. Und vielleicht hat sich dann der geneigte Waldbesitzende oder zumindest Forstwirtschaft, Forstwirtschaft Ausführende, hier eben gedacht, dass man doch dem ganzen Shitstorm ein bisschen entgegenwirken kann, indem man halt ein Hinweisschild zur roten Waldameise anbringt. Denn tatsächlich ist es so, leider, dass die rote Waldameise größtenteils in solchen Fichtendickichten vorkommt und das Fehlen der Nadelreihenbestände dem Ameisenbestand in Zukunft nicht guttun wird. Das ist so. Ja. Allerdings ist trotzdem... Ja, es ist halt die Frage, soll man das ganze Ökosystem künstlich verändern wegen einer Art oder ein paar, weil andere Ameisen sind davon leider auch betroffen, oder muss diese Art nun mal akzeptieren, dass das Ökosystem eigentlich ganz anders aussehen würde und dass das letzte Jahrhundert, dass sie davon einer künstlichen Entwicklung profitiert hat, die so gar nicht gehört. Ja, und das muss man der Ameise, befürchte ich, fast zumuten, weil wenn ich das ganze Ökosystem weiter als künstliche Ackerlandschaft sozusagen
erhalten können, nur wegen der Ameise und noch ein paar anderen Tieren, die davon tatsächlich profitieren. Es gibt viel, bei weitem viel, 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 viel mehr Tiere, die den Laubmischwald haben wollen und im Laubmischwald vorzugsweise noch mit einzelnen alten Bäumen leben können. Viel mehr, bei weitem viel mehr als die wenigen Spezialisten auf solche Nadelholzverhaue. Ja, das sind wirklich nicht viele. Da kommt zum Beispiel der Dreizehnspecht in Frage. Da kommt ein Stück weit tatsächlich eine nadelholzgeprägte, zerfallender nadelwaldgeprägte Landschaft. Davon profitiert dann der Auerhahn. Das heißt, mit dem Laubmischwald kann der auch nichts anfangen. Wäre also auch so ein bisschen ein Tier der Nadelholzförderung, wenn man das so nennen möchte. Oder eben die Waldameise. Möglicherweise noch der Fichtenkreuzschnabel. Der könnte da auch eben noch ein bisschen von profitieren. Aber das sind alles Tierarten, die gibt es weltweit in Massen. Die sind nicht gefährdet. Ob die in Deutschland auch vorkommen oder nicht, ändert an ihrem weltweiten Verbreitungsgebiet nur sehr, sehr wenig. Drum meine persönliche Meinung, man darf das auch gerne anders sehen, das dürft ihr mir auch gerne so in die Kommentare schreiben. Ich finde nicht, dass wir auf Fichtenwald-Spezialisten, also dem falschen Ökosystem in unserem Ökosystem, dass wir da groß nennenswert viel Rücksicht drauf nehmen müssten. Finde ich nicht. Aber gut, ja, kann man auch anders sehen. Das Thema ist natürlich kompliziert und viel zu komplex, um das jetzt hier in aller Ausführlichkeit darzustellen. Aber tatsächlich sind hochspezialisierte Fichtenwaldarten, die nur im Fichtenwald vorkommen, etwas, was es in Zukunft in Deutschland wahrscheinlich irgendwann nicht mehr geben wird. Anders schaut es aus mit auf Nadelwald spezialisierte Arten. Inwiefern das zum Beispiel auf Ameisen zutrifft, werden wir sehen müssen. Ob die auch mit anderen Formen von Nadelwald mit einem gewissen Laubanteil trotzdem zurechtkommen oder ob sie wirklich den Fichtenreinbestand, so wie es in den letzten 100 Jahren ihnen es eben gegeben hat, wirklich benötigen. Also wie gesagt, eine hoch vielschichtige Angelegenheit und ich spreche auch nur von Durchschnittsdeutschland. Es gibt Regionen in Deutschland, in denen weiterhin Fichte angebaut werden kann, zum Beispiel im Alpenrand. Das heißt, das ist also wie gesagt eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Da, wo ich bin, ist die Form von Fichtenanbau, die wir gerade gesehen haben, aber auf jeden Fall keine gute Idee. Ja, unten am Bach angekommen. Das ganze Tal ist natürlich unten mit einem Bach ausgestattet. Ganz auffällig ist, dass wir hier inzwischen auch deutlich näher an der natürlichen Vegetation dran sind, weil bei so einem kleinen Bach und dessen Oberlauf, das ist der Oberlauf, ist der Einfluss des Baches auf seine unmittelbare Umgebung noch relativ gering. Der sorgt hier für ein Stück weit feuchte Luft. Ein Stück weit kommt die feuchte Luft aber auch einfach dadurch zustande, dass das nun mal der tiefste Punkt im Tal ist und feuchte, kalte Luft schwer ist und immer unten ins Tal irgendwie reinfließt bis ganz nach unten und dann eben unten durch ihre Feuchtigkeit nicht unbedingt jetzt den Bach zu bilden, aber mit dabei he zu helfen, dass hier trotzdem einer fließt. Ja, also so kann man es, glaube ich, vielleicht ganz gut formulieren. Ja, und weil der Bach eben noch zu klein ist, um einen richtigen Auwald zu haben, das reicht bei weitem nicht, gibt es erste Anpassungen der Vegetation durch gelegentliche Überschwemmungen, die der Bach verursacht. Bedeutet, dass der Boden hier zeitweilig mal überschwemmt ist. Oder es zumindest von der natürlichen Entwicklung her früher mal häufiger gewesen ist. Ja, und das können wir jetzt so ein Stück weit daran erkennen, dass sich hier langsam ein Ahornwald breit macht, dass dieser Ahornwald auch Naturverjüngung ist. Das heißt, das Zeug wächst hier von alleine, das hat da keiner hingepflanzt und sich das jetzt nach und nach langsam durchsetzt, auch eben gegen die Fichte, die hier drüben nochmal in unserem Privatwald noch vorherrschend ist. Ja? Also das nur vielleicht am Rande. Übrigens, dass jetzt hier nochmal so ein extra Bächlein runterkommt und hier der Hauptbach fließt und hier eben noch dieser zusätzliche Seitenarm vorhanden ist. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo ich hier bin, dann kann ich euch dazu gleich was ganz Interessantes zeigen. Basinga! Ich hab's gefunden! Ein Stein! So, jetzt denkt ihr euch, toll, Ben, du hast einen Stein gefunden. Aber es ist nicht nur irgendein Stein, erhobener Zeigefinger,
sondern ich muss euch erstmal ein bisschen die Hintergründe erklären. Also, das ist hier dieses kleine Bachbett, das gerade trocken ist, ne, wie man sehen kann. Ich habe übrigens neue Schuhe, schaut mal, toll nicht. Und da fehlt mir ein Knopf, habe ich schon erwähnt. Das ist wirklich sehr traurig, aber ich habe den Knopf noch. Frau kann ihn annähen. Ist immer gut, wenn Frau sowas kann. Jedenfalls... Das da ist dieses Bachbett, was wir da unten gerade gesehen haben, wo ich behauptet habe, dass es das gibt, ist kein Zufall. Ein Stück weit schon, es ist schon weitgehend natürlich entstanden, aber das hätte eigentlich wahrscheinlich an dieser Stelle gar nicht sein sollen und müsste theoretisch noch ein bisschen tiefer sein, wenn wir eine natürliche Entstehung unterstellen wollen, weil wahrscheinlich fließt das hier noch gar nicht so lange, sondern erst so 100, 150 Jahre, denn da drüben liegt ein Stein. So, das war's. Tschüss! Natürlich nicht. So, gucken wir uns diesen Stein mal genau an. Der liegt hier mitten in unserem mehr oder weniger Bachbett. Wenn wir nach da hinten gucken, sehen wir, die Vorstraße geht hier lang. Das heißt, da hinten ist so ungefähr halbe Höhe des Tals. Der Berg wird deutlich steiler. Da hinten, also spätestens ab da, hätte es sich nicht mehr gelohnt, wenn wir jetzt eine Ackernutzung unterstellen wollen, noch weiter auf Ackernutzung zu bestehen, weil da wird es dann wirklich zu mühsam. Vermutlich war also da hinten in dieses Tal rein immer schon Wald, beziehungsweise vielleicht auch gerodeter Wald, weil man ihn für Holzwerke platt gemacht hat, aber Acker war da jedenfalls keiner mehr. Hier, wo wir stehen, aber schon noch. Und darauf weist ein Stück weit dieser Stein hin. Und jetzt gucken wir mal ein kleines bisschen nach rechts. Oh, da ist ja noch ein Stein. Wow, noch ein Stein, Ben. Super. Ja, nee, es ist nämlich nicht nur noch ein Stein, sondern da ist gleich noch ein Stein. Und dahinter ist noch ein Stein. Und wenn wir jetzt dem Ganzen noch ein bisschen näher kommen, dann stellen wir fest, dass da hinten dran auch noch so ein bisschen Steine liegen. Und irgendwie wirkt das so leicht zusammengefallen. Und wenn wir jetzt darüber gucken, dann sehen wir hier erstens mal so einen Fichtenstorzel, aber auch da noch so einen Haufen Stein. Und das ist jetzt wie so ein Rechteck hier plötzlich im Waldboden. Hoch, hoch eigenartig sieht das aus. Was könnte das sein? Ja, sehr, sehr, sehr geheimnisvoll. Ist das nur einfach wieder irgendeine komische Mauer? Ja, aber wenn das eine komische Mauer wäre, da hinten geht es ja schon wieder runter. Das heißt, in diesem Fall ist es nicht eine Mauer, die dafür gedacht gewesen wäre, hier irgendwie den Hang glatter zu bekommen, beziehungsweise flacher zu bekommen, um da was anzubauen. Und hier ging das mal ursprünglich noch weiter, dieses Ding, nach da. Und war da wahrscheinlich mal ähnlich hoch wie da. So, make long story short. Das ist ein Aquädukt. Ja, das ist eine Wasserleitung. Man hat hier nämlich tatsächlich zum besseren Ertrag aus unserer Acker- bzw. Wiesenlandschaft, die heutzutage Wald ist, hat man die tatsächlich zusätzlich noch bewässert. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, der mir gerade nicht einfällt. Wässerwiesen, ich glaube. Ich gucke das nochmal nach, schreibe es euch unten hin. Und das war eine Technik, um jetzt mal hierher zu gucken. Da unten waren quasi jetzt die Wiesen, da wo heute jetzt der Wald ist, die dazu geführt hat, dass man aus diesen mageren Buntsandsteinböden, wir haben eben, als wir in den Bach geguckt haben, gesehen, das ist ein eher rötliches, eher unspektakuläres Wasser. Hoher Eisengehalt im Boden, wenig andere Nährelemente, schlecht für Kulturpflanzen, wächst gerade so, so ebenso. Ne? Und um eben dieses ein bisschen auszugleichen, wollte man wenigstens eine vernünftige Wasserversorgung haben und hat eben den kleinen Bach, der heutzutage nur noch im Tal fließt, früher tatsächlich über Kanäle und über Aquädukte den Hang hochgebracht. Das heißt, dieses Aquädukt, das ging hier ein ganzes Stückchen weiter nach hinten, einfach weiter hoch ins Tal. Und als der Bach von weiter oben gekommen ist, hat man ihn einfach weiter oben abgefangen, abgesplittet und ihn statt einmal in der Mitte vom Tal verlaufen zu lassen, hat man ihn einmal da drüben am Rand und einmal
hier am Rand verlaufen lassen. Und dann hat man von diesen Wasserleitungen bzw. Aquädukten, hier sogar mit Brücke, ne, das war eine Brücke, was wir hier sehen, eine Aquäduktbrücke, wie die Römer das gebaut haben, nur in weniger hübsch und weniger haltbar, ist nämlich schon kaputt. aber damit hat man einfach wirklich oben am Hang eine Wasserzufuhr gehabt, konnte sich dann kleine Kanälchen den Hang runter anlegen Richtung Mitte. In der Mitte floss wahrscheinlich auch trotzdem noch ein kleines Rinnsal von Bach und hatte damit also wirklich bewässerte Wiesen, die man auf dem Wege nicht nur einmal im Jahr, sondern viermal im Jahr hat mähen können. Und das ist ein Riesenvorteil gewesen. Das war die einzige Möglichkeit, weshalb sich unser Dorf da vorne überhaupt einigermaßen hat mit Heu versorgen können. Ja, die Fläche zum Kartoffelanbau, die hätte wahrscheinlich noch gereicht, aber die Viecher dann auch noch durch den Winter zu bekommen, genug Heu zu haben für die Tiere, daran hätte es gescheitert. Und drum hat man sich eben mit diesem Aquädukt beholfen und mit diesen Bewässerungsgräben. Ich hoffe, ich kann die euch noch an einer anderen Stelle zeigen. Wenn ich sie noch mal woanders finde. Aber das hier ist definitiv tatsächlich ein Aquädukt. Müsst ihr mir ja nicht glauben, ist aber so. Hab wesentliche Insider-Informationen dazu, die mir das bestätigen, dass es das tatsächlich ist. Wir gehen weiter. Alle Jahre wieder spricht der Ben im Adventskalender was von irgendeinem komischen Biotopbaum. Ja? Also der begleitet uns spätestens seit dem ersten Adventskalender. Hier auch wieder ein Archetyp von Biotopbaum, soll heißen, der ist schon lange abgestorben, steht aber noch da, wird jetzt zum Pilzeldorado, wie man hier schön sehen kann. Also diverse holzzersetzende Pilze scheinen sich wunderbar wohlzufühlen in dieser vermutlich, ja, was war das? Schwer zu sagen. Ja, das traue ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil es könnte vom Stamm her, kämen mehrere Sachen in Frage. Vielleicht noch am ehesten eine alte Buche, die schon so angefangen hat, langsam eine gewisse Schuppenborkigkeit zu entwickeln. Na, wie auch immer. Wahrscheinlich ist es das. Und wir haben hier also wirklich Massen von holzzersetzenden Pilzen an dem Ding. Und wenn wir dran hochgucken, dann wird das sogar noch viel toller. Das ist also wirklich der Biotop-Totholzbaum schlechthin. Ja, also haufenweise wunderbar toll wachsende Pilze, jede Menge Insekten werden da drin überwintern gerade, werden im Frühjahr dann versuchen, davon eben von den Pilzen wiederum aufzufressen, was sie bekommen können, während die Pilze weiter das Holz zersetzen. Das könnte durchaus noch einige Jahre so weitergehen, bis der dann endgültig irgendwann mal umfällt. Oh, hier auch sehr schön. Ja, ist natürlich auch einfach ein hübscher Anblick. Da muss man schon ein bisschen Freude dran haben. Ich tippe auf rotrandiger Baumschwamm. Wer das besser weiß, mag mich gerne korrigieren. Pilze sind ja nicht mein Fachgebiet. Aber auch hier unten haben wir noch so diverse, weniger appetitliche Sachen, die da rausgucken. Ganz wunderbar. Hier sind auch schon diverse Insekten zugange. Ja, also diese Bohrlöcher sind auch kein Zufall. Da ist also mindestens mal jemand Großes eingezogen, um Eier zu legen, woraufhin dann wieder einige nicht ganz so große wieder ausgezogen sind. Und also da tut sich was in dem Stamm. Ja, also man kann das ungefähr vielleicht so zusammenfassen: Wenn ein Baumleben endet, dann beginnen viele, viele Tausend, Hunderttausend oder gar eine Million von neuen Leben anhand der Masse an totem Holz, die dann im Walde rumsteht. Ja, das sind vielleicht nicht mehr ganz so spektakuläre Leben wie ein großer Baum, aber sie sind eben auch da und sie sind auch gleichermaßen wichtig. So, wir sind in der sogenannten Wolfschlucht angekommen. Die Abteilung, Unterabteilung dieses Stückchen Waldes hier nennt sich tatsächlich so. Ja, das ist die Wolfschlucht und vermutlich heißt die so, weil das Ganze hier schon ein bisschen urtümlich wirkt. Ja, wir haben jede Menge Moos am Boden, wie ihr sehen könnt. Das ist hier ein außerordentlich feuchtes Mikroklima. Wir haben auch ziemlich viel Geröll. Wir haben recht viel Totholz am Boden liegen, alles von Moos über
überwuchert. Auf der anderen Seite, hier direkt hinter mir, auch ganz wunderbar. Alles völlig bemoost, kein Stückchen freier Boden, der nicht mindestens mit irgendeiner Form von Grün überwuchert wäre. Das macht das Ganze so leicht magisch und hat ihm eben den Beinamen Wolfsschlucht verpasst. Da war ein bisschen Romantik im Spiel, ist aber in keinster Weise jetzt irgendwie was Schlimmes. So, gucken wir uns vorzugsweise mal dieses Bild an, was wir da sehen können. Und da werden wir feststellen, ja huch, ja aber Ben, du hast doch gesagt, Nadelreinbestände ganz dumm. Ja, und da muss man jetzt eben auch gleich wieder differenzieren. Es kann nämlich durchaus sein, dass wir ein paar hundert Meter weiter, ne, als der letzte Nadelbestand, den ich gar nicht so doll fand, dass Nadelbestände ein paar hundert Meter weiter auf einmal nicht mehr dumm sind, weil sich eben die biologischen Gegebenheiten geändert haben. Guckt euch hier einfach mal den Boden an. Ihr werdet da keine wirklich ebene Stelle finden. Stellt euch einfach vor, ihr wolltet da irgendwo euer Zelt aufbauen, ihr würdet ziemlich verzweifeln und lange suchen müssen und am Ende dann doch keinen gescheiten Ort fürs Zelt finden. Ja, es ist ein wahnsinnig feuchter Hang, worauf allein schon das Vorhandensein dieser Mengen von Moos hinweist. Ein leichter Nebel hängt in der Luft. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich meine, das nimmt die Kamera ganz gut auf. Die Wolke bleibt in diesem Wald regelmäßig hängen. Momentan schneit es auch ein ganz, ganz kleines bisschen, winzige Flöckchen fallen vom Himmel. Ist ein wunderschöner Anblick. So, und sowas ist jetzt eine Ausnahme, weil hier sind die Wachstumsbedingungen objektiv betrachtet, na, von 1 bis 10. 1, da geht eigentlich schon gar kein Wald mehr. 10, da brummt es nur so und du kannst gefühlt alle 10 Jahre einen Baum umschneiden, weil es so schnell wächst. Ja, Letzteres tritt eigentlich in Deutschland nicht wirklich auf, aber egal. Das ist ja so ein Zweier, maximal ein Dreierhang, wenn wir das mal so ganz grob runterbrechen wollen. Das heißt, außerordentlich schwierige Wachstumsbedingungen allein schon durch die ganzen Steine, die hier rumliegen. Ja, dieses kein einziges Stückchen wirklich fester Boden, überall Geröll, überall die Möglichkeit, dass das noch weiter runterrutscht, Klüfte zwischen den Steinen, unter den Steinen, jede Menge Hohlräume vermutlich. Wasser ist schnell wieder weg, weil es zwischen den Steinen versickert. Gleichzeitig kommt schnell wieder Wasser nach. So, und in so einer Landschaft, welche Baumarten haben sich darauf spezialisiert, genau da klarzukommen, wo dieses miserable Sonderklima herrscht, ja, und die ständige kalte Luft entlang zieht? Da sind wir dann genau bei den Nadelbäumen. Das Tier könnte, das weiß, kann ich nicht beweisen, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, sogar ein natürlicher Tannenwald sein. Tanne ist das, was hier überwiegend steht. Tanne ist das, was von der Höhenlage hier auch so ganz langsam anfangen sollte, beziehungsweise ja, bei solchen Hängen auf jeden Fall schon da sein sollte. Und das könnte tatsächlich ein natürlicher Nadelwald sein. Bedeutet, wenn also hier jetzt eine Nadelreihenbestandgeschichte rumsteht, dann ist das ganz was anderes als da drüben im Tal, wo gute Wachstumsbedingungen herrschen. Da würde naturgemäß das Laubholz dominieren. Hier nicht mehr. Ja? Und drum kann man also auch, wenn das hier ein Arbeitskreis naturgemäße Waldwirtschaft Wald ist, absolut argumentieren, weshalb hier trotzdem nur Nadelhölzer, und zwar wirklich nur Nadelhölzer, es gibt hier kein einziges Laubbäumchen dazwischen, rumstehen. Ja, einfach weil das hier ist ein Sonderstandort. Und das muss man dann halt eben auch sehen und entsprechend berücksichtigen. So, jetzt würde ich euch ja zeigen, wie ich hier jetzt die Wolfsschlucht hochstapfe. Das Problem ist nur, da geht es hoch und das ist anstrengend. Und ich will ja nicht, dass jeder mitbekommt, dass ich gerade nicht so wirklich gut konditionstechnisch dran bin. Hehe, also machen wir Schnitt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses heutigen Teiles angekommen. Möglicherweise geht's morgen vielleicht schon wieder weiter, es sei denn, ich bin da hinten unter so einen Stein gerutscht und da leider nicht mehr rausgekommen. Und drum endet dann der Adventskalender an dieser Stelle. Ja, aber falls das nicht passiert ist, dann könnte es morgen eventuell weitergehen. Kohlgrabe. Na, der passt ja hier in die Landschaft wie die Faust aufs Auge. Toll!